Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Jo, ich habe sehr heiß, ich tue jetzt lieber am Nachmittag noch ein bisschen aufnehmen, als Livestream machen, weil im Livestream natürlich auch mit der Zeit halt einfach, ja, die Hitze auf den Keks geht, vor allem auf die Stimme und so Sachen. Ja, heute werde ich ein bisschen über die nachfolgenden Patches von Last Epoch reden. Im letzten Part habe ich ja über mein Roblox-Spiel, das ich jetzt mache mit einem Kumpel, dem Marco, ist Shadow, geredet. Und ja, im heutigen Part eben müssen wir noch ein bisschen zurückgehen. Gehen wir auch. Wir haben nämlich hier das Teil noch gar nicht gemacht, das Nebengebiet, das Portal. So, was wurde schon gesagt? Es kommen neue Spells. Neue Beschwörungen. Und eine Beschwörung ist der Golem, der Bone-Golem. Das ist ja der Stein-Golem, oder wie heißt der? Nein, das ist der Bone-Golem. Aber was kommt denn Golem? Kommt ein neuer Bone-Golem? Oder heißt der jetzt dann nicht mehr? Der ist dann Stein-Golem oder so? Keine Ahnung, ob es kommt ein Golem, der aussieht wie Knochen. Also es ist ein bisschen tierartischer. Ich weiß jetzt nicht genau, was es für ein Tier sein wird. Aber ich denke, so ein, ja, das ist nicht ein Raptor, aber auch so ein Dinosaurier oder so eine Art Echse. Dann wird noch ein Spell kommen, der ein Schattenvieh. Irgendwie so eine Art, ja, Void-Vieh kommt. Wird er da auch beim Necromancer sein oder wird er beim Sentinel sein? Also beim Void. Wie heißt der Beet? Aber wie heißt der Baum? Einfach diesen Void Master oder Void irgendwas. Ja, der Void Skill Tree vom Sentinel. Und ja, der denke ich, werde ich dann mal benutzen. Also wenn der jetzt wirklich, dass dieses Schattenvieh sich auch sehr viel Spaß macht und so weiter, dann werde ich den nutzen. Also die Beschwörungen werden dann sicher auch ein bisschen besser. Und greifen auch nicht alle Gegner immer wieder an. Oh, schon wieder ein Grafik, also Farbfehler hier links. Den müssen sie noch ausbauen, liebe Entwickler. Also wir haben jetzt viel mehr AOE, also jetzt haben wir 3 oder 4 Punkte in AOE gesetzt. Jetzt haben wir schon viel mehr AOE. Das ist schön. Wir haben nichts gedroppt. Oh, der Golem ist stark! Ich wusste gar nicht, dass Golems so stark sein könnten. Dass sie auch schnell angreifen, weil ich glaube, Bonova extrem viel Schaden macht. Also es geht am besten auch mal auf Bonova, nicht immer nur auf Blutgolem oder so. Und auf diesem Ding ist auch beliebt, auf den Nekrotik-Golem. Der ist auch sehr beliebt. Halt mal kurz schauen. Spektral-Golem, der ist auch sehr beliebt da unten rechts. Der Feuergolem ist nicht beliebt. Also den habe ich jetzt auch noch nie so im Forum oder in den Videos auf YouTube gesehen. Jo. Also. Dann gibt es noch einen Spell. Also es gibt 3 Spells, die mal kurz optisch als Screenshots gezeigt worden sind vom ja, von diesem kleinen Bild. Und der dritte Spell hat wahrscheinlich etwas mit einer Aura zu tun oder einem, wie heißen die? Stance, genau, Stance. Also so ein, ja, so ein zeitlich begrenzter Buff, der irgendwie auch etwas mit negativen Sachen hat. Zum Beispiel ein Stance ist ja, dass man ganz langsam, also das ist der Juggernaut-Spell, Stance. Der macht ja einen langsam, dafür sehr defensiv. Und das wird wahrscheinlich auch so ein Stance sein. Also der könnte vielleicht uns empfindliche gegen Schaden machen, aber dafür den Schaden höher machen, den wir austeilen. Das ist ein super Stance, finde ich. Für Glass Cannon Builds. Ja. Und hier spammen die Gegner recht viele Nekrotik-Schüsse. Sieht aus wie ein Frostpulse aus Path of Exile. Ja. Da muss man ein bisschen konzentrieren wieder. So, dann haben wir sie aber auch gesagt, sie werden in der Engine wieder, ja, Animationen oder so etwas machen, aber so genau weiß ich das nicht, was sie genau ändern werden. Ah ja, die haben ja im letzten Patch noch diese Fauna, also, ja,
die Tiere eingebaut, die einfach herumkraxen. Und die sieht man auch noch nicht so oft. Also die werden sie wahrscheinlich auch ein bisschen expandieren noch. Seht ihr jetzt gar in diesem Gebiet irgendwelche Tiere? Nö. Nur Grafikfehler, aber nur komisch farbliche Reutpfützen oder was sind das? Sind das Blutpfützen? Oder vielleicht so hell pink. Keine Ahnung. Ja, Spinnen gehören nicht zu dieser Syndrome. Ja, wir werden ja dann sehen. Was gibt es eigentlich noch neu? Wir können ja mal kurz ins Buffwechsel schauen. Was eigentlich noch neu angekündigt wurde. Es wurde einfach noch zu wenig angekündigt. Das ist das Problem. Es kommt jetzt erst. Ich habe das Gefühl, der Abstand zwischen zwei Patches wird wieder sehr, sehr Ding sein. Groß sein, also noch größer sein als der Patch 0.7. Bis 7.7 bis 7.8. Ja, die brauchen halt immer mehr Entwicklungszeit. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Also ich mag ja den Patch auch. Also muss jetzt nicht so schnell wieder ein neuer Patch haben. Aber ja, Informationen habe ich halt auch nicht so viel. Ist ein bisschen schade. Ich hätte schon gerne ein bisschen Informationen schon, damit ich mit euch schon ein bisschen reden kann, was denn so neu ist und so weiter. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Nur eben, es muss nicht so dringend jetzt schon im Juni sein oder Anfangs Juli, sondern Ende Juli bis August, Anfangs August. Wäre eigentlich nice. So. Time Rift, also welchen Time Rift? Dann müssen wir kurz schauen, wo haben wir Quests? Mit J, Journal, okay. Wo ist das Time Rift? In Shattered Valley. Da können wir noch nicht hin, das ist blockiert. Dann hier The Last Emperor. Return to The Last Emperor. Bei wo? Last Emperor. Welting Store Room. Da haben wir irgendwas verpasst. Ah, das ist wahrscheinlich dort bei dem großen Gebiet Westbrailing. Travel to Majelka ist, kommt ja erst, okay. Einen haben wir vergessen. Das hat einfach, das zeigt nicht an. Ah, da haben wir etwas vergessen. Also hier haben wir noch vergessen, mit dem Mann zu reden, scheinbar. Der sich in die Weltkreatur verwandelt. Also machen wir das auch kurz noch. Wenn jetzt überhaupt das ist, aber ich glaube schon, dass es das ist. Machen wir nämlich nochmals einen K-Punkt. Hä, der ist aber nicht da optisch. Also der ist es nicht, den haben wir gemacht. Was ist denn Westrailing? Und man weiß nie, welchen, ja, welchen Ort. Es muss unbedingt auf der Map zu sehen sein, welcher Ort es ist. Der ist es wahrscheinlich auch nicht, weil das ist keine, kein Mann, kein Soldat. Hä? Fragen über Fragen. Das Spiel beantwortet die Locations nicht. Also der haben wir auch gemacht. Also ja, das habe ich, glaube ich, gar nicht im Let's Play gezeigt. Das habe ich, glaube ich, so gemacht. Hä, aber hier haben wir einen Punkt. Kann das sein, dass wir da noch nicht fertig waren? Eigentlich ja schon. Also die Quests mache ich immer komplett. Nee? Okay, dann bin ich zu schnell weggegangen scheinbar. Dann haben wir die Quest gefunden. Okay. Ja, Trade müssen wir machen. Der Golem tradet einfach nicht zu viele Gegner. So, dann haben wir die Quest auch endlich gelöst. Also, das ist einfach optisch. Also, man denkt, man hat es gemacht, aber man hat es nicht gemacht. Und das Spiel sagt dann einfach nur über diese blöden Questtexte da rechts in dem Journal. Ja, wir haben da noch eine Quest, aber man weiß nicht, wo die Quest ist und wie. Und das ist das größte Manko noch. Das wurde bis jetzt noch nicht gefixt. So, jetzt haben wir das auch gelöst. Sehr schön. Ja, eigentlich müssten wir jetzt auch den Drachen schon machen.
Ja, wir sind ja genug stark für den Drachen, denke ich mal. Wir haben ja jetzt auch Vitalität so ein bisschen gesammelt. Die 5 Punkte oder was war es? 6, die wir reingesetzt haben. Dann haben wir auch ein bisschen ja, Transplate und so, also ein bisschen Beweglichkeit. Und jetzt auch den Schaden. Also den Drachen werden wir wahrscheinlich besiegen können. Ohne dass er uns tötet mit diesem einen One-Hit-Spell, den er hat. Ach je. Kurz hier schauen. Ja, okay. Die Kisten haben auch schon früher ein bisschen besser getroppt. Also, es wurde ein bisschen genervt, diese Fässer. Also. Was gibt's denn noch mehr Neues? Also sie haben irgendwie gesagt, in Season 4 wird es dann auch Multiplayer gehen und die deutsche Version. Das wird wahrscheinlich Ende Jahr passieren. Dann gibt es ja auch noch das Problem, dass man... das weiß ich gar nicht was. Auf jeden Fall, dass noch etwas nicht richtig geht. Ah ja, genau, die Maps besser werden. Die werden auch Ende Season 3 gehen. Und jetzt sind wir in Season 2, glaube ich, oder? Von der Beta-Season. Ja, wäre auch gute Rüstung, aber... Ja, nicht so. Boah, manche Gegner machen einfach viel zu viel Schaden. Kann doch nicht sein, dass die so mega drücken. Vor allem auch schnell sind. Es ist einfach diese Ausgewogenheit, finde ich irgendwie für Nahkämpfer mega schlecht. AoE Space machen mehr Schaden als Einzelangriffe. Und schnelle Gegner machen mehr Schaden als langsame Gegner. Wow. Dann hat man immer wieder das Gefühl, manche Gegner sind einfach mega mächtig. Obwohl sie eigentlich gar nicht mega mächtig sind, aber eben schlecht ausbalanciert sind, dass sie trotzdem mit der Schnelligkeit und mit dem AoE zu viel Schaden machen. Ja, das ist einfach dieser Kritikpunkt Nummer 1 bei mir von diesem Game. Ich will ja auch ein bisschen selber schuld sein, wenn ich sterbe, aber das Spiel bringt mich mal um, obwohl ich eigentlich alles gut gemacht habe. Also, eben, das Ausweichen geht manchmal nicht, das Entkommen von AoE-Angriffen geht manchmal nicht. Gegner spawnen einfach so in den Mauszeiger rein, man läuft dann nicht mehr, obwohl man einfach schon vorher geklickt hat, bevor der Gegner da war und so weiter. Also es ist leider noch richtig brüchenhaft bei der Balance, beim Balancing, beim, ja, von der Geschwindigkeit, von den Spams, die Gegner machen und so weiter. Auch ein bisschen unbalanciert für Nahkämpfer. Also man ist tausendmal lieber Fernkämpfer in diesem Spiel, oder? Ja. Summoner. Aber die Summoner haben ja auch das Problem, dass die Minions dann plötzlich so ab Level 50 zu schnell sterben. Weil die Gegner so viel Schaden drücken. Und das merkt man jetzt. Momentan ist ja das Spiel so Akt 4, 5. Das Spiel ist sehr am expandieren. Man wird einfach zu schnell, zu stark und die Gegner werden auch zu stark. Also, man hat einfach irgendwie das Gefühl, man ist immer zu schwach, weil man nicht so, also zu schnell levelt, oder? Nicht so schnell die Items. Oh hey, wie schnell castest du jetzt schon wieder? Das habe ich einfach viel zu spät gesehen, dass jetzt diesen Spell einsetzt. Aber der Boss ist so leicht geworden durch den Schaden, den wir machen. Wir machen zwar nicht so viel Boss-Schaden, eher Gruppenschaden, wegen dem AoE und so. Aber wir sind jetzt auch noch nicht wirklich stark, also der Beta wird erst stärker, wenn wir wirklich auch die Items haben, die das Case auch ein bisschen explodiert hat. Gut. Ja. Mal kurz schauen. Okay. Dann werde ich ungefähr aufhören. So, 3-4 Minuten haben wir noch verloren. Der Timer ist nicht angegangen. Ich habe zwar draufgeklickt, das Video gestartet, aber der Timer ist irgendwie nicht angegangen. Ich glaube, das ist schwer zu sehen. Das habe ich dann erst nach 4 Minuten angemacht, scheinbar. So, wir sind Level 31, das heißt, die Handschuhe können wir betragen. Wollen wir das auch? Ja, ein bisschen Cold Damage und Health. Ja, und chillen, die Gegner chillen.
Gecheater Gegner. Also was macht dieses diese Robe? 11 Spell Damage, also ziemlich gut, ist aber für den Magier. Dann werde ich natürlich für meinen Farmbeet auf Video und Livestream Farmbeet verwenden. Als nächstes müssen wir einfach dann weitermachen. Machen wir die Kampagne einfach weiter, die ist hier unten. So. Ja, dann haben wir noch ungefähr 14 oder 13 Minuten Zeit. Jetzt wirklich noch ein bisschen durchzulaufen bis zum nächsten Waypoint. Ist ja ziemlich cool. Hier werden die Objekte zu langsam generiert. Jetzt aber der Engine hat ein Problem, dass die Engine ein bisschen das reduziert hat, damit es nicht leckt. Also optisch ist halt auch noch nicht alles so fertig. Also es gibt noch viele Grafikfehler und schlechte Texturen und so weiter. Aber das Spiel macht halt einfach sehr viel Spaß. Man kann es wegsehen. In einem Video kann ich jetzt nicht immer so wegsehen. Ich bin ja eher einer, der die Spiele auch ein bisschen bewertet. Also, ja. Ein bisschen weniger auf Journalismus macht und Spiel werbetauglich vorstellt, oder? Ich mag es einfach nicht, wenn viele Livestreamer, Let's Player und so ein Videospiel sehr bevorteilen, sagen, es ist immer alles ganz gut, es ist immer alles völlig bunt und so. Ich bin eher einer, der wirklich auch, wenn irgendjemand auffällig auch sagt, ich tue es nicht beleidigen, ich tue nicht kritisieren. Ich sage, ja, da gibt es einen Grafikfehler, da ist noch nicht so alles balanciert und so weiter. Das ist keine Kritik, das ist einfach, ja, ist schon Kritik, klar. Aber es ist keine Spielruntermache, es ist nichts, es ist einfach, das Spiel ist jetzt noch nicht so weit oder noch nicht so gut entwickelt in dieser Hinsicht. Und das hilft dem Entwickler voran. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen beliebter werde dann später, die verschiedenen guten Projekte, die ich plane, dann auch Entwickler habe, die zuschauen und ein bisschen schauen, was nicht gut ist. Das werden sie wahrscheinlich dann lieben eher. Wenn sie nicht gerade zu schüchtern sind und sagen, hey, das, der Drago, der kritisiert ein bisschen zu... Also tut das Spiel zu wenig loben. Kritisieren ist ja das nicht. Also Kritik ist dann, wenn sie sagen, ja, die Entwickler können immer noch nicht fixen, das sind so schlecht entwickelt. Das ist Kritik für mich. Also Kritik ist ja auch etwas, ja, Unhöfliches. Aber ein Spiel muss ja auch damit leben, also ein Entwickler muss damit leben, dass er manche Sachen nicht so gut machen kann und dann die Hilfe braucht von Leuten. Und dann braucht er Kritik. Also dann braucht er einfach diese Sicht, diese Verbesserung, Zwecke. Und es gab ja auch Zeiten bei Last of Us, wo ich ein bisschen sauer war auf das Spiel. Aber dann habe ich ja nicht so kritisiert, dann habe ich gesagt, nee, bitte, mach das eigentlich besser und so. Ich habe die Entwickler so und so ein bisschen eine Erwartungshaltung an sie gesetzt. Genau. Das machen vielleicht andere Last Epoch Let's Player nicht. Es gibt, glaube ich, kaum Let's Player. Ich weiß es nicht, also Let's Plays schaue ich jetzt auf YouTube nicht. Auch weil es auch Englisch oder Französisch oder so mehrheitlich ist. Und nicht Deutsch. Ja, da verliert man jetzt wieder mehr Leben. Lebensregeneration ist eigentlich schon sehr, sehr hoch. Zuerst mal Intelligenz. Spell Damage ist halt nicht nötig bei uns im Bild, aber Intelligenz ist nötig bei diesem Bild. Aber ich finde irgendwie der Plus-Schaden, den man bekommt durch Intelligenz auf den Necrotic Spell, auf den Harvest Spell, der ist eigentlich zu vernachlässigen. Also so viel Intelligenz muss ich jetzt auch nicht unbedingt so skillen. Aber doch, ist Intelligenz ist schon echt stark. Ja. Und sonst halt auch wieder mehr Defensives. Ja, der Bild ist halt recht bitter. Also da haben jetzt noch nicht so viele Entwickler wahrscheinlich drum sich gekümmert. Aber es kann wirklich entweder failen oder auch zu OP werden dann. Er macht jetzt schon sehr viel Schaden und man kann ihn so noch so viel ausbauen. Also der Stab wird wahrscheinlich sehr lange noch nutzbar sein. Aber die anderen Items werden sich natürlich stark verbessern. Ein Set gibt es sicher auch mit Giftschaden.
Und ja. Genau, also es ist, denke ich, unmöglich, dass der Beat wirklich sehr, sehr OP wird. Für mich macht das auch Spaß, aber... Weil ich will ja auch mal Level 100 werden und denke, ich brauche halt noch OP-Beats. Ich bin jetzt noch nicht so drin in diesem Game. Also mein Schatz an Items ist noch ein bisschen gering. Ich weiß nicht, wie viele Units es gibt überhaupt. Das interessiert mich jetzt auch nicht, die Anzahl und so. Aber ich hätte jetzt schon vor, mal wirklich auch richtig kräften zu können und so weiter. Ich habe halt einfach zu wenig Zeit zum Kräften. Beziehungsweise, ja, möchte es jetzt nicht unbedingt zeigen, wie ich die Items crafte. What the fuck ist das mit dem Damage? Der hat mich sicher ungefähr 80% vom Leben gekostet. Shit. Einfach diese AOE-Attacken, dass sie so stark sind. Liebe Entwickler, mach das mal weg, gay. Oh Gott. Jetzt schon wieder sauer. Man stirbt halt mit so Nahkampf-Bits einfach zu oft. Wieso ist eigentlich Zweihandwaffen-Bits nicht so stark wie Shade-Bits? Wieso ist Shade, also wirklich defensive Bits, so OP im Nahkampf noch? Das ist OP eventuell nicht, aber einfach doch ganz viel Crafting und so ist das dann zu OP. Ah, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, der Beat könnte halt echt zu viel Defensivschwierigkeiten haben. Dann. Sonst zeige ich einfach den Farmbeat auch ein bisschen, aber zeige ihn nicht komplett. Also. Ich werde jetzt mal den 8. Akt mit diesem Beat machen, kein Problem. Aber sterben, durchsterben möchte ich natürlich nicht im Livestream und Let's Play. Also ich mache jetzt öfters Let's Play Parts natürlich. Und Livestreams nicht mehr so oft. Weil jetzt auch nicht so viele Leute zuschauen wollen. Last Epoch hat in den letzten 2-3 Monaten sehr viele Zuschauer, Livestream-Zuschauer verloren. Also viele, ja, Livestreamer haben Leute verloren durch Last Epoch Livestreams. Also weniger Zuschauer jetzt als vor 2-3 Monaten. Auch weil es kein Multiplayer hat. Das ist das Problem. Die Zuschauer bleiben nicht so lange dran an Singleplayer-Action-Rollenspielen. Das ist einfach das größte Problem. Das Amulett hat Lightning Damage, das können wir dann auch. So, jetzt haben wir noch ungefähr 7 Minuten. Haben wir hier einen Waypoint? Ja, wir haben hier einen Waypoint. Dann zeige ich euch einfach noch kurz ein bisschen den anderen Beat. Aber der zeige ich nicht komplett. Also wenn, dann zeige ich ab Akt 8 diesen einen Beat dann einfach weiter. Das ist immer wieder kurz, eine längere Zeit, dass ich weiterkomme, weil ich auch nebenbei ein bisschen spiele. Dass ich dann den nächsten OP-Beat oder so mal wirklich ganz von Akt 1 bis Akt 8 zeigen kann. So. Also hier haben wir Poison Damage, hier haben wir Board Potion Ding, das ist jetzt nicht so nötig. Habe ich eigentlich nur wegen den Slots gemacht. Poison Damage brauchen wir nicht rüber zu tragen. Diese Rüstung ist von Acolyt, ja. Die nehme ich mit. Also. Diesen Helm. Die zwei Ringe braucht er. Sorcerer, also noch nicht Sorcerer. Die Schuhe braucht er. Der, die Handding nicht. Ja, sonst nichts, okay. Rübergehen. Also ich habe ihn auf Ding machen wollen. Ja, Desintegrate. Und deshalb habe ich ihn Laser, Blitzlaser genannt. Ich werde wahrscheinlich dann wechseln können, wenn ich den Ding, die Channeling-Kosten reduziert habe. Oder so ganz umgestellt habe. Aber ob der noch viel Schaden macht, weil wir irgendwie 60% von Ding verlieren. Also Desintegrate kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich ihn noch nicht freigeschalten habe. Also diesen ja, vor allem im Lightning Blast ist sehr stark. Jetzt gehen wir mal hier rüber. So, zum also equippen. I cannot wear this. Er redet so langsam, der Source, also der wie heißt der Mangrundfarm?
Mage, ja. Ja. Der Fletz sehen wir auch noch mit diesem Bild. Und wir haben jetzt eigentlich den, wir müssen jetzt nur noch hier rechts raus. Genau. Also den ersten und zweiten Akt haben wir beendet. Hier ist Lightning Damage drauf, ja. So. Bei diesem Bild habe ich jetzt einfach mal geschaut, dass wir vor allem Schock, also Geschwindigkeit haben. Das werden wir gleich mal kurz schauen. Also ich habe jetzt hier rüber auf Crit-Chance und dann Multicast vor. Aber ich habe jetzt zuerst einmal Additional Chains gemacht. Drei mehr. In Grundform haben wir, glaube ich, keinen Chain. Ja. Plus drei, also haben wir jetzt drei Chains. Plus auch noch auf Alias. Aber wir haben keine Alias, also wir haben einfach jetzt diesen mehr Damage geholt hier. Ja, hier ist noch 5% und hier sind 15%. Einfach diese Ding und Crit-Chance. Wir gehen ja auch ein bisschen auf Crit. So, dann hätten wir hier irgendwo noch Ward per Mana gehen wir noch. Und ja, Blind ist, ich weiß nicht, wie Blind gut ist. Aber Space wirkt das ja nicht, das ist nicht so gut. Wir gehen vielleicht hier runter, nein, nicht auf das eigene Ding. Kann Fork or Chain. Ich weiß es nicht, Chain ist ja schon. Was es genau bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Also Fork ist Split, sondern zwei oder drei Bruchstücke, okay. Also jetzt schauen wir mal kurz ein bisschen das Spell an, also. Eben, kleine Gegnergruppen sind sofort getötet, weil wir auch ein bisschen mehr Schaden haben durch ein paar, ja, Mods und einiges Gute. Die sind eigentlich schnell tot. Ich kann eigentlich sehr viel auch laufen in diesem Bild. Macht sehr viel Spaß. Jetzt gehen wir aber zuerst einmal auf Overcharge und schauen, wie oft wir jetzt zweimal. Ja, also ihr seht, ich habe jetzt das erste Mal getroffen und der war alleine und das zweite Mal casten war doppelt. Jetzt haben wir gerade auch keinen mehr gehabt. Also ich tue jetzt sehr langsam casten. Und jetzt wurde auch nicht geprockt. Also es ist sehr selten, oder? Es hat einfach eine Chance. Ah, 6%, also sehr selten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche, weil eigentlich möchte ich ja nicht unbedingt immer wieder sehr schnell casten können. Ja, wir müssen das entweder hochtreiben auf mehr. Ja, da kann ich auch mal nochmals kurz schauen. 4 Stück. 6 mal 4, 24. Also auf 24% kommen wir. Und dann von 24% noch 25%, also ungefähr 10, ja, nein, 5% Chance für 4-fach. Also ich glaube, ich werde das wieder rausnehmen. Ich weiß ja nicht. So, jetzt wieder. Okay. Also, ja, es war eben dieser Wackelkontakt wieder um mein Headset, weil das Kabel nicht, also es ist ein schlechtes Headset mit schlechtem Kabel, dass da Wackelkontakt immer ist. Also sich das, diese Buchse, wo das Kabel reingeht, immer mehr erweitert hat und dadurch, ja, Ding. Dann habe ich das ja gemerkt, dass ich dann nicht mehr reden konnte, obwohl das Kabel wieder schön drin war. Also habe ich das Kabel ein bisschen rausgezogen und da war das Klebeband im Weg. Dann habe ich natürlich das Klebeband jetzt wieder weggenommen. Und ja, jetzt muss ich natürlich irgendwie das Klebeband wieder anbringen, weil ich habe kein weiteres
Clipband jetzt momentan. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt aber mal noch Pause machen soll bis zum 22. und dann eigentlich ein neues Headset habe. Weil es macht mehr Probleme, als es, ja, als ich einfach vertrage. Weil jetzt ging es eigentlich recht lange mit dem Leistung und so, wo alles gut ging, und jetzt ist es wieder kaputt. Ah. Naja, also dann, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.